Hallo an alle. Ihr schaut den Kanal Unglaubliche Fakten. Flugzeuge für Sondereinsätze werden für verschiedene Missionen eingesetzt, die vom militärischen Nachrichtendienst, der Terrorismusbekämpfung, der medizinischen Evakuierung, Such- und Rettungsaktionen, Patrouillenfahrten und noch für vieles andere eingesetzt werden. Solche Flugzeuge sind bei vielen Armeen und Strafverfolgungsbehörden im Einsatz. Heute zeigen wir dir die 10 besten Sondereinsatzflugzeuge der Welt. Britten Norman Defender. Defender ist ein Mehrzweckflugzeug, das von Britten Norman entwickelt wurde, um den militärischen Nachrichtendienst, die Terrorismusbekämpfung, Überwachung, Aufklärung, Seepatrouillen, medizinische Evakuierung, Strafverfolgung und Missionen des Heimatschutzes zu unterstützen. Die bewaffnete Konfiguration des Flugzeugs verfügt über Unterflügel-Hardpunkte für den Transport von Munition und Ausrüstung sowie über Nachschubkapseln zur Unterstützung des Gefechtsfelds. Es kann ein maximales Nutzlastgewicht von 724 kg transportieren. Angetrieben von zwei Rolls-Royce 250B17F Triebwerken hat die Defender eine maximale Reisegeschwindigkeit von 326 km die Stunde und kann eine maximale Reichweite von 1863 km zurücklegen. Grand Caravan EX. Die Sondermissionsvariante Grand Caravan EX basiert auf dem von Cessna Aircraft entwickelten Turboprop-Versorgungs- und Transportflugzeug Grand Caravan EX. Das mit einer Hardpunkt-Flügelstruktur ausgestattete Flugzeug erhielt Mitte 2016 die Zulassung. Es bietet eine geräumige und leicht rekonfigurierbare Kabine sowie Hardpoint-Vorkehrungen, die eine maximale Nutzlast von 1520 kg erlauben. Das Flugzeug eignet sich für mehrere Missionen, darunter Flugtraining, VIP-Transport, Passagier- und Frachttransport und humanitäre Hilfe. Das Triebwerk der Grand Caravan EX besteht aus einem PT6A140-Triebwerk in Verbindung mit einem Vierblatt-Aluminiummotor mit konstanter Drehzahl und einem vollgefederten Propeller. Das Flugzeug hat eine maximale Reisegeschwindigkeit von 661 km die Stunde und eine Reichweite von 1785 km. PC-12 NG Spectre. Die PC-12 NG Spectre ist eine spezielle Einsatzvariante der PC-12 NG, die von Pilatus Aircraft angeboten wird. Sie ist für die besonderen Einsatzanforderungen sowohl von Militär- als auch Strafverfolgungsbehörden vorgesehen. Die Passagiertransportkonfiguration des Flugzeugs kann zu einem vollständigen Fracht- oder Kombinationslayout umkonfiguriert werden. Es kann mit elektrooptischem und Infrarotsensorlift und Bedienerkonsole ausgerüstet werden, um Aufklärungs-, Überwachungs- und Aufklärungsmissionen oder Radare mit synthetischer Apparatur durchzuführen. Das Flugzeug unterstützt auch medizinische Evakuierungen, Ambulanzflugzeuge sowie Absetz- und Sprungoperationen aus der Luft. Das PC-12 NG Spectre wird von einem Turboprop-Triebwerk von Pratt & Whitney angeboten, das einen vollreversierenden, fünfblättrigen Hardcell-Propeller antreibt. Die Nutzlastkapazität des Flugzeugs beträgt 1209 kg, während die maximale Reichweite 3085 km beträgt. Guardian 400. Der Guardian 400 ist eine spezielle Einsatzkonfiguration der Twin Otter Flugzeuge der Serie 400, die von Viking Air angeboten werden. Sie wurde zum ersten Mal während der Paris Air Show 2019 im Juni 2019 enthüllt. Das Flugzeug besitzt elektrooptische und Infrarotsensoren, ein Radarsystem, stationäre Kamerasysteme, ein Raketenschutzsystem für Zivilflugzeuge und Einzel-Doppelarbeitsplätze, Einzel- und Doppelsitze, eine Trage sowie vordere und hintere Gepäckfächer. Die Guardian 400-Plattform kann Patrouillen, Such- und Rettungseinsätze im mittleren Entfernungsbereich, Transporte, Drogenbekämpfungseinsätze, Unterstützung kritischer Infrastrukturen und medizinische Evakuierungsmissionen durchführen. Sie hat eine Nutzlastkapazität von 1683 kg und kann eine Entfernung von 2408 km erreichen. King Air 250.
Die Sondereinsatzvarianten der King Air 250 sind bei zahlreichen Militär- und Regierungskunden im Einsatz. Das Flugzeug wird in großem Umfang von bedeutenden Akteuren der Flugvermessungsbranche eingesetzt. Das Flugzeug kann mit einsatzspezifischer Ausrüstung für Training, VIP-Transport, Luftambulanz, Überwachung, Seepatrouille, Frachttransport, Fluginspektion und Operationen mit hoher Kapazität konfiguriert werden. Das Flugzeug wird von einem Paar 850 PS starker Pratt & Whitney Canada PT6A Triebwerke angetrieben und bietet eine Höchstgeschwindigkeit von 574 km die Stunde und eine Reichweite von 3185 km. Die Nutzlastkapazität der King Air 250 beträgt 1706 kg. King Air 350er. Die Sondereinsatzvarianten der King Air 350er basieren auf dem Flugzeug King Air 350i, das von Beechcraft, einem Teil von Textron Aviation, angeboten wird. Die Hochleistungsflugzeuge sind so konstruiert, dass sie die anspruchsvollen Anforderungen von Sondereinsätzen erfüllen. Die Flugzeuge können für Piloten- und Besatzungstraining, militärische Verbindungsflüge, Luftambulanz, Überwachung, Seepatrouillen, Passagier- und Frachttransport, Fluginspektion und andere zeitabhängige Missionen konfiguriert werden. Das Flugzeug King Air 350er wird von zwei PT6A60A Triebwerken angetrieben. Es hat eine maximale Nutzlastkapazität von 1608 kg. Die maximale Geschwindigkeit und Reichweite des Flugzeugs beträgt 561 km die Stunde bzw. 4986 km. Challenger. Das Mehrzweckflugzeug Challenger ist eine spezielle Einsatzvariante des von Bombardier Aviation entwickelten Geschäftsreiseflugzeugs Challenger 650. Es wurde während der Singapore Airshow 2016 enthüllt. Das Flugzeug integriert missionsspezifische Systeme für die Durchführung von Such- und Rettungseinsätzen, Seepatrouillen, medizinische Evakuierungen, VIP-Transporte und andere spezifische Aufgaben wie die Wetterüberwachung. Die Challenger hat eine Nutzlastkapazität von 2200 kg und kann Bediener- und Beobachterstationen, elektrooptische und Infrarotsensoren, ein Missionssystem und einen Sanitätsraum aufnehmen. Das Flugzeug wird von zwei GECF-343B Triebwerken angetrieben und kann eine maximale Reichweite von 7408 km erreichen. Gulfstream G550. Das G550 Sondereinsatzflugzeug ist eine Ableitung des Gulfstream Aerospace hergestellten G550 Business Jets. Die G550 Sondereinsatzflotte ist bei mehr als 10 militärischen Betreibern im Einsatz. Die G550 ist mit einsatzspezifischer Ausrüstung zur Unterstützung von Aufklärungs-, Überwachungs- und Aufklärungsmissionen, Führungs- und Leitsystem, Signalaufklärung, elektronischer Kriegsführung und medizinischen Evakuierungsmissionen ausgestattet. Das Triebwerk des G550 Sondereinsatzflugzeugs integriert zwei Rolls-Royce BR710 Triebwerke, die jeweils einen Schub von 15.000 Pfund entwickeln. Das Flugzeug hat eine Nutzlastkapazität von 3000 kg und eine maximale Reichweite von 12.500 km. Gulfstream 650ER. Das Sondereinsatzflugzeug G650ER basiert auf dem Gulfstream Aerospace entwickelten Business Jet G650. Es eignet sich für Transport-, Aufklärungs-, luftgestützte Frühwarn-, Seeaufklärungs-, Signalaufklärungs- und internationale Atmosphärenforschungsmissionen. Die geräumige Kabine des Flugzeugs ermöglicht vielfältige Konfigurationen und Fähigkeiten, während seine Mehrzweck-Innenausstattung die schnelle Integration von Spezialmissionsausrüstung, Fracht- oder Passagierfrachtnutzlasten mit einem Gewicht von bis zu 3000 kg ermöglicht. Das Sondereinsatzflugzeug G650ER wird von zwei Rolls-Royce BR725 Triebwerken angetrieben, die eine maximale Reisegeschwindigkeit von 1142 km die Stunde ermöglichen. Die maximale Reichweite des Flugzeugs beträgt 13.890 km. C130JSOF.
Das Sondereinsatzflugzeug C-130JSOF wird von Lockheed Martin angeboten, um den Anforderungen der internationalen Sondereinsatzkräfte gerecht zu werden. Das Flugzeug wurde während der Paris Air Show im Juni 2017 vorgestellt. Das Multimissionsflugzeug kann für bewaffnete Aufklärung, Präzisionsschlag, Luftbetankung, Luftversorgung, Personalbergung, Vorfeldbetankung, Infiltration und Exfiltration, humanitäre Hilfe und Rettungseinsätze konfiguriert werden. Das Flugzeug hat eine Nutzlastkapazität von 18.023 Kilogramm, was den Transport von elektrooptischen Infrarot- und Radarsystemen, Waffensystemen, Abwehrhilfen und Betankungssystem ermöglicht. Angetrieben von 4 Rolls-Royce-Triebwerken hat die C-130JSOF eine maximale Reisegeschwindigkeit von 660 km die Stunde und eine Reichweite von 3815 km. Das ist alles, Freunde. Danke fürs Zuschauen. Schreibt in die Kommentare, welches der Flugzeuge euch am besten gefallen hat. Klickt auch auf die Schaltfläche Gefällt mir und abonniert unseren Kanal, damit ihr keine neuen interessanten Videos verpasst.